Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Heute waren wir einkaufen. Die Sopa wuselt ja hier viel im Garten und dazu packt sie sich halt immer besonders gut ein. Nicht, weil sie es gerne muggelig warm hat, sondern einfach wegen dem Viehzeug. Hier ist halt unheimlich viel Mückenzeug unterwegs und sie ist sehr, sehr anfällig gegen Mückenstiche. Ich hatte das früher auch im Moment gar nicht. Also ich habe mal einen Mückenstich, aber kaum. Wenn so ein paar so mit nacktem Arm und kurzen Hosen in den Garten gehen würde, wenn die wiederkommt, die wäre ein einziger Mückenstich. Das ist eine Katastrophe. Ich hatte das früher auch. Warum das jetzt nicht mehr ist, keine Ahnung. So ein paar hat sich also angewöhnt, jetzt mit so einem Hut, mit so einem Mückennetz drumherum und ja, lange Arm, lange Hose, Socken, damit sie nicht zerstochen wird. Teilweise sogar mit so Baumwollhandschuhen. Jetzt ist aber das Problem, dass diese Hosen, die sie da hat, das ist so ein Kunststoffgewebe. Also wenn die aus dem Garten kommt, ist die völlig fettig und nass geschwitzt. Wurschtelt ja 3, 4, 5 Stunden hintereinander und schneidet Bäume und rupft Unkraut und sammelt Chilis und weiß der Geier. Und dann hat sie gesagt, ich bräuchte eigentlich so Hosen wie früher. Ich sage, was wie früher? Naja, sagte sie, früher, als sie Kind war, die haben selber Baumwolle angebaut im Garten und dann haben die geerntet und kadiert und gesponnen und Becken davon gemacht und eben auch gewebt. Ihre Mutter hat das also alles selber noch gemacht. Es gibt aber hier in Thailand gibt es dieses sogenannte O-Top-Projekt. Also das sind so ausgewählte Dörfer mit besonderen Fähigkeiten, sag ich mal, wo die dann dieses Fachwissen gebündelt haben. Und in so ein Dorf sind wir jetzt gefahren. Das ist hier in der Nähe von Pasang. Die Sopa erzählt euch gleich, wie es richtig heißt. Und da gibt es eben ganz viele Klamottenläden. Die haben auch zugekaufte Ware, aber das meiste, was die da haben, ist eben Ware, die die selber, wenn ich das richtig verstanden habe, auch genossenschaftlich produzieren aus heimischer Baumwolle. Das heißt, da habt ihr wirklich eine reine Baumwolle, da schwitzt ihr nicht so drin, beziehungsweise die Feuchtigkeit kann einfach vernünftig abfließen. Ja, und was ihr hier seht, ist eigentlich schon wieder der Weg nach Hause. Entschuldigung, ich habe schlichtweg auf dem Hinweg vergessen, die Kamera vorne reinzustellen. Aber ich finde das ganz schön, so kann ich einfach im Dorf gleich euch direkt die Sachen erklären, die ihr seht und kann diese ganze Vorgeschichte jetzt hier mit der Aufnahme der Straße ein bisschen erklären. Dann haben wir im Dorf einfach mehr Zeit gleich. Und jetzt erzähl mal, wo sind wir hier? Wie heißt das? Wie heißt das? Wanderon. Und was machen wir hier? Klamotten kaufen. Ja. Wir sind also erst einmal quer durch das Dorf durchgeguckt. Es ist ein bisschen schwierig mit dem Parken gewesen, haben dann aber direkt vom Kloster parken können. Unter einem wunderschönen alten großen Baum, der toll Schatten spendet. Und auch wieder dieses kleine Dörfchen hat ein entzückendes Kloster. Also wir hatten einfach nicht die Zeit, um da jetzt noch reinzugucken, weil wir auf dem Rückweg noch was anderes einkaufen wollten. Das seht ihr gleich. Aber das war echt ganz süß gemacht, dieses Dorf. Man merkt, es ist ein bisschen touristisch ausgelegt. Es gibt also Wegweiser auch in englischer Sprache. Hier sowas, das ist klassisch für Touristen. Ja, hier sieht man Frauen beim Weben. Da sind die Wegweiser, wo ich von gesprochen habe. Es gibt auch überall so QR-Codes, die da hängen. Dann kann man einscannen und landet auf irgendeiner Webpage. Die funktionieren aber alle nicht mehr. Also offensichtlich hat Corona da auch zugeschlagen, dass sich da niemand mehr drum kümmert. Und keine Ahnung, ob die Verträge mit den Providern ausgelaufen sind oder ob die Verlinkung nicht mehr da ist. Ich habe es versucht, kommt nichts. Ungefähr ein Drittel der Läden hat noch auf. 2 Drittel haben zu. Und es war ganz schön warm heute, deswegen haben wir dann auch mal da Pause gemacht, noch auf dem Hinweg. Und der Sopa war einfach wichtig, sie wollte 3 so ganz weite Hosen, im Arm haben wir auch noch eine mitgenommen aus Baumwolle. Die kosten 140 Baht, wir haben sie dann für, 130 Baht und wir haben 120 bezahlt. Also im Prinzip ein bisschen mehr wie 3 Euro pro Hose. Ja, also es ist ein ganz weiter Baumwollstoff. Ihr seht, nachher hat die Sopa am Ende, machen wir eine Modenschau, da hat sie auch eine davon an. Und diese breite Hose sorgt dafür, dadurch, dass sie nicht so nah anliegt, dass die Mücken einfach nicht drankommen an die Haut. Die haben hier aber auch diese traditionellen Webstoffe, die haben auch da im Schrank ist Seide.
Also wirklich diese traditionelle Tracht, die die Frauen hier früher auf den Dörfern getragen haben, der traditionelle Kleidungsstil, diese Sachen bekommt man da in wirklich guter Qualität. Das ist also nicht irgendein Zeug, was dann in China genäht wird, sondern das wird genossenschaftlich in diesen Dörfern gemacht. Die machen auch die Schnitte. Also da kann man wirklich davon ausgehen, dass das authentisch ist. Und da bleibt einfach auch dann jeder Cent, den man da ausgibt, bleibt in der Community. Der bleibt eben da im Dorf und das finde ich halt auch ganz wichtig. Und ja, wir haben im Prinzip vier solche Hosen gekauft. Supa wusste ganz klar, was sie wollte, deswegen waren wir nicht wirklich lange da in dem Ort. Ich hätte eigentlich lieber noch ein bisschen mehr geguckt. Aber ich glaube, da war ich nicht zum letzten Mal. Wenn ihr mich mal besuchen kommt, dann fahren wir da zusammen hin. Einverstanden? Also, vielleicht hat ja jemand Lust von euch mal im Gästehaus zu wohnen und dann fahren wir da hin, weil das ist überhaupt nicht weit. Das sind gute 20 Minuten mit dem Auto. Und ja, wie immer, super nette Verkäuferinnen. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass die versuchen, uns irgendwas aufs Auge zu drücken. Guck mal hier, was ich da noch habe und das ist doch toll und gar nichts. Ja? Das liegt natürlich auch daran, wenn du als mit einer Thailänderin dahin gehst, ist es vielleicht auch nochmal anders, als wenn du als normaler Tourist in Anführungszeichen dahin gehst. Aber Sabai, Sabai. Also die Leute alle nett, höflich, die waren froh, dass überhaupt mal Kunden da waren. Und ich habe eine Menge echt süßer Klamotten gesehen da. Aber eben auch eine Menge, wo man sieht, das ist ganz dringend, dass da wieder Touristen kommen. Die ganzen ATMs hier, die Geldautomaten, die waren außer Betrieb. Da seht ihr so eine Passage, da war kein Mensch mehr. Ja, also komplett tot. Was natürlich dramatisch ist. Die Leute leben doch davon. Ja, und es gibt eben nicht so ein Ausfallgeld oder sowas. Ja, es gibt mal hier und da in der ein oder andere Provinz, die hat mal, dass die Bevölkerung 5000 Baht pro Person kriegt. Einkaufsgutscheine oder sowas, aber das reicht ja alles hinten und vorne nicht. Also es ist wirklich dringend, dass hier wieder Touristen hinkommen. Gott sei Dank jetzt in unserer Region, das ist nicht so touristisch. Da geht es noch irgendwie, aber am Meer unten in der Region, da ist es wirklich dramatisch. Da leben ja ganze Landstriche nur vom Tourismus. Ja, und jetzt Oktober werden die Einreisebestimmungen ja etwas sachter, da muss man nur noch 7 Tage in Quarantäne, wenn ich das richtig gelesen habe, also ohne Gewehr. Und ich glaube, im November soll es dann nochmal einfacher werden, dass man in spezielle Regionen einreisen darf, wenn man geimpft ist und so. Also es lockert sich jetzt alles ein bisschen und die Leute brauchen das. Schaut mal, wie picobello hier die Wege sind. Und Sopa war ganz glücklich, die hat ihre Hosen bekommen und wir sind dann wieder losgefahren Richtung Heimat und haben dann noch angehalten im Tierfachgeschäft. Katzenfutter kaufen. Das ist hier am günstigsten, günstiger als wenn man das irgendwo im Supermarkt holt. Was die eben auch haben, sind so große 25-Kilo-Säcke. Jetzt haben wir von diesem Futter, was es in diesen großen Säcken gibt, einfach mal so kiloweise Probepackungen gekauft und gucken mal, ob die Katzen das fressen. Die Mistviecher sind hier auch noch wählerisch. Und wenn die das tun und wenn dann die Garage fertig gebaut ist, habe ich überlegt, kaufen wir einfach große Säcke. Das spart dann. Große Kunststoffboxen, da wird es reingefüllt, dass die Mäuse da nicht dran gehen und dann können wir das nach und nach verfüttern. Das ist natürlich viel günstiger, als wenn man das hier immer im lokalen Supermarkt in so kleinen Packungen holt. Keine Ahnung. Die Sorte meinst du, ne? Ja. Das Whiskas fressen sie. Nee, die nicht so richtig. Im Moment haben wir auch Whiskas. Das fressen sie. Meo oder so ähnlich? Oh, Meo, genau. Meo. Meo, nicht aber Meo, ja. Meo. 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 Das ist das, ja. Okay.
Super. Was kostet denn so ein Sack? Das ist unglaublich. Katzenfutter. Was kostet so ein Sack? Frag mal bitte. Wenn die das mögen, dann kaufen wir so einen ganzen Sack nächstes Mal. In die Garage. Ja. Kauf mal ein Kilo von dem und wenn die das fressen, kaufen wir nächstes Mal so einen großen Sack. Wir haben da ein paar Kilo Testfutter gekauft, sozusagen nochmal für 100 Watt für unsere vierpfotigen Freunde. Und haben uns dann auf dem Weg nach Hause gemacht und Super hat natürlich dann auch gleich mal die neue Hose ausprobiert. Am Ende vom Video zeige ich euch gleich noch, wie Super aussieht mit der neuen Hose. Ich finde es sehr schick und damit verabschiede ich mich heute schon wieder von euch. Video ist knapp 12 Minuten lang, ich denke, das sollte reichen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder in unseren ganz normalen Alltag hier so ein bisschen mitzubekommen. Es lockert sich langsam, leider haben wir immer noch keine Impfung für die Super. Aber es wird. In diesem Sinne, macht's gut. Schaut mal in die Videobeschreibung. Vielleicht habt ihr Lust, ein Päckchen Katzenfutter auszugeben. Ich wünsche euch was. Bis die Tage wieder. Ciao, euer Stefan aus Thailand.